Ja, jetzt schon, ja. Aber vorher war das Gewicht so stark, dass so einfach schneller. Herr Richter, sind das Optokabel, Fiberglas? Die hier? Die hier? Das ist Fiberglas, ja. Was ist denn da drin eigentlich? Oder sind das nur... Fiberglas. Das ist so also Glas. Aber zur Halterung, vorne, das Grüne. Ja, das ist einfach zur Isolierung. Also, ich muss ja die Antenne irgendwo gegen einen Turm oder irgendwo spannen. Das soll ja und warum, sind als einige, als warum sind einige grün davon? Das soll... Das dient zum Spannen. Habt ihr jemals bei Reparaturen das mal so ablassen müssen und wieder hochziehen, teilweise? Ja. Aber da ist das dann viel aufwendiger, dann muss man versuchen, die ganze Antenne oder der Reflektor alles nach außen ziehen. Ach, so wegziehen? Das ist nicht alles in einem Spur, das bricht ja nicht. Das ist aber jetzt ein hoher Mast, ne? 125. Ja, 120 drin. Wenn die gesprengt haben, haben die diese Grunddinger weggesprengt oder wie? Damit der Mast in die richtige Richtung fällt, wie die wollen. Ja. Wenn die also jetzt diese zwei wegsprengen, fällt der Mast da runter. Teilweise zum Aufbau. Auch für die Antennen? Ja, eben. Den haben wir schon bewundert. Das hat alles aufgestockt. Die Antennen beim Aufbau, die wurden doch hier erst ausgelegt und dann langsam hochgezogen, oder? Wurden die so fertig geliefert als Paket von der BBC oder wurde alles hier gemacht? Alles so das mühsame Kleinarbeit, alles angefertigt. Diese Isolatoren, die kann man ja gar nicht abschrauben, die sind mit dicken Schrauben fest. Macht das jetzt nichts aus, wenn das verschrottet wird, weil doch da Kupfer, Stahl, Keramik mit dazwischen ist? Das ist schon so. Man kann halt alles aushalten. Wir haben uns gewundert, die Isolatoren sind von Rosenthal und an die Halterung.